Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir zur Seelenfreude-Challenge. Heute haben wir Tag 17, glaube ich. Ja, heute haben wir den 17. Ne? Tag 17. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben einige neue dabei, einige neue Seelenfreude-Challenger über Nacht hier dazu bekommen. Ihr bekommt alle von mir nachher noch einen Begrüßungspost hier in der Gruppe. Fühlt dich ganz, ganz herzlich willkommen hier bei der Seelenfreude-Challenge. Ich werde später auch noch, wenn Facebook es zulässt, manchmal will es es nicht, aber gestern ist es mir gelungen, ich hoffe, es gelingt mir heute Morgen auch, jeweils zu dem Video, zu dem Live-Video anschließend auch die bisherigen Videos verlinken, sodass du da immer mal wieder reinschauen kannst, auch mit den Themen, was dich da interessiert und immer auch mal wieder dir das ein oder andere einfach anhören kannst, die Übung machen kannst. Okay? So, heute möchte ich aber mal ein bisschen weniger reden. Gestern habe ich schon so viel geredet. Ich möchte dich ja hier nicht zutexten, sondern es geht ja auch darum, dass du Erfahrungen machst. Ich muss mal hier, glaube ich, so ein bisschen, nee, so, damit die Brille hier nicht so spiegelt, das Fenster. Ja, Erfahrungswissen ist ja im Grunde genommen viel, viel wertvoller als einfach nur Wissen. Wissen alleine bringt dich nicht weiter, aber sobald du die Erfahrung gemacht hast, dann ist ein Programm angelegt, ja? Und dann weißt du, wie etwas ist. Und deshalb würde ich heute mit dir gerne, wir haben die letzten Tage ja immer mal wieder das ein oder andere Chakra uns angeschaut, über das Chakra geatmet. Und heute würde ich gerne mit dir mal eine komplette Chakra-Atmung machen. Anfangen mit dem Wurzelchakra bis zum Kronenchakra. Liebe Sylvia, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Evelyn mit Y, einen wunderschönen guten Morgen. Dass wir das mal durchgehen und zum Schluss gebe ich dir gerne auch noch eine Frage mit und dann würde ich dich gerne in dieser Energie belassen, sodass du ganz in deinem eigenen Rhythmus dann nochmal zurückkommen kannst, ins Hier und ins Jetzt, ins Tagesbewusstsein und dann gerne auch anschließend im Laufe des Tages so deine Erfahrungen ins Kommentarfeld reinschreiben. Ich schaue dann immer mal wieder mal rein und freue mich auf deine Erfahrung, die du da machst. Okay? Also, ich gehe mal von aus, du weißt ja, was Chakren sind. Wir müssen jetzt nicht noch irgendwie drüber sprechen, was Chakren sind. Es sind Energieräder, über die wir Lebensenergie aufnehmen und wo sich auch im Laufe der Jahre Energieknoten ja, gebildet haben. Mit anderen Worten, Prägungen, Themen, Hindernisse, die dann einfach wie Blockaden, wie Knoten einfach da sind und dich daran hindern, in deine wahre Kraft, Stärke und Energie zu kommen und eben auch Klarheit zu bekommen, in deine Wahrnehmung zu kommen, Klarheit zu bekommen über deinen Lebensplan, deinen Seelenplan. Und dann aber auch im weiteren Schritt den zu entwickeln, einfach auch deinen Weg da in die Richtung auch zu gehen und solche Dinge. Okay? Und ohne jetzt weiter in die Theorie einzusteigen, denn das sind ja alles Dinge, die unser Köpfchen wissen möchte. Unser Kopf will immer alles genau wissen und will immer genau wissen, wie was funktioniert und. Dabei ist das alles weniger wichtig. Ich sage da immer, ich bin so ein bisschen pragmatisch auch unterwegs. Guten Morgen, liebe Gabi. Auch wenn ich so ein Buch irgendwas lese oder überhaupt, das hat sich immer so wie ein Faden auch durch mein Leben durchgezogen. Wenn ich etwas lese, ich kann und möchte mir dann auch diese Details nicht merken. Ich fühle hinein, fühlt sich stimmig an, okay, und sehe das dann ganz pragmatisch und behalte mir dann so die Quintessenz davon. Und alles andere lasse ich wieder außen vor. Und wenn sich was nicht stimmig für mich anfühlt, und dann lasse ich es schon gleich wieder außen vor. Also ich bin da ja, wie gesagt, ein bisschen pragmatisch unterwegs. Vielleicht auch so nach dem Motto, weniger ist mehr, wie auch immer du das sehen möchtest. Okay, also, dann schließen wir mal die Augen.
Nehmen eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Die Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet auf die Oberschenkel legen, sowie um alles Gute aufzufangen. Und dann atmen wir mal zwei, dreimal jeder in seinem eigenen Rhythmus ganz tief aus. Lassen die Schultern sinken und lassen uns in unseren Körper sinken. Richten dann die Aufmerksamkeit auf unseren Atemstrom und beobachten mal für eine kurze Weile, wie es uns ein- und ausatmet. Ohne etwas zu verändern, gib dich ganz dem Impuls des Ein- und Ausatmens hin. Sehr schön. Dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Wurzelchakra zu gehen, das sich zwischen Anus und Genitalien befindet. Mach es dir ganz einfach. Geh einfach mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Wurzelchakra und stell dir vor, wie dein Atemstrom über dein Wurzelchakra ein- und wieder ausströmt. Einfach vorstellen, wie es wäre, wenn dein Atemstrom über dein Wurzelchakra ein- und wieder ausströmt. Und dies gerne verbunden mit den Gedankenenergien, dass rotes Licht, Liebe, Lebensenergie und Urvertrauen einströmen. Und mit jedem Ausatmen erlaubst du deinem Wurzelchakra, sich mehr und mehr zu öffnen. Mit jedem Öffnen dürfen sich auch Themen, Knoten, Blockaden lösen. Ganz so, wie es jetzt zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten geschehen darf. Rotes Licht, Liebe, Lebensenergie und Urvertrauen strömen in dein Wurzelchakra ein. Und mit jedem Ausatmen öffnet sich dieses Chakra mehr und mehr. Mach das einige Male ganz in deinem eigenen Rhythmus. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Dann richten wir die Aufmerksamkeit zum Sakralchakra, das sich eine Handbreit unter dem Bauchnabel befindet. Geh mit deiner Aufmerksamkeit einfach in diesen Bereich und stell dir vor, wie dein Atemstrom jetzt über diesen Bereich ein- und wieder ausströmt. Einfach vorstellen, wie es wäre, wenn dein Atemstrom über diesen Bereich ein- und ausströmt. Gerne verbunden mit den Gedankenenergien. Orangefarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen ein- und wieder aus. Mach auch das ganz in deinem eigenen Rhythmus. Mit jedem Einatmen
strömt orangefarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie ein. Und mit dem Ausatmen erlaubst du deinem Sakralchakra, sich mehr und mehr zu öffnen und zu reinigen und sich zu befreien. Du musst nicht wissen von was. Einfach vorstellen, dass zu deinem höchsten Wohle dieses Chakra sich öffnen und reinigen darf. Und ein letztes Mal. Sehr gut. Dann gehen wir eine Handbreit über den Bauchnabel mit unserer Aufmerksamkeit zum Solarplexus, zu unserem Sonnengeflecht und stellen uns vor, wie gelbes Licht, Liebe und Lebensenergie über diesen Bereich ein- und ausströmen. Mit jedem Ausatmen entspannt sich dein Sonnengeflecht, dein Solarplexus mehr und mehr. Und darf sich befreien in dem Maße von den Themen, die sich da im Laufe der Jahre, warum auch immer und woher auch immer sie kommen, manifestiert haben. Wenn du magst, kannst du dir selbst im Geiste auch erlauben, während dieser Chakra-Atmung jetzt all das loszulassen, was du ab jetzt nichts mehr benötigst, ohne mit deinem Denker, mit deinem Verstand in irgendwelche Situationen hineinzugehen. Gelbes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen in dein Sonnengeflecht ein. Mit jedem Ausatmen erlaubst du deinem Sonnengeflecht, sich mehr und mehr zu entspannen. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Dann gehen wir weiter zu unserem Herzchakra, das sich in der Mitte der Brust befindet. Und stellen uns vor, wie grünes Licht, Liebe und Lebensenergie in diesen Bereich ein- und wieder ausströmen. Und wie dein Herzchakra so energetisiert wird. Wie Themen und Blockaden und Mauern, die du da vielleicht aufgebaut hast, sich auflösen dürfen. Grünes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen über dein Herzchakra ein und mit dem Ausatmen öffnest du dein Herzchakra mehr und mehr. Dein letztes Mal. Und dann richten wir die Aufmerksamkeit zum Kehlchakra. Der Platz unserer Kommunikation.
Und ich lade dich ein, dir vorzustellen, wie jetzt dein Atemstrom über diesen Bereich in Form von hellblauem Licht, Liebe und Lebensenergie einströmt und du deinem Kehlchakra mit jedem Ausatmen erlaubst, sich mehr und mehr zu öffnen. Sich mehr und mehr zu öffnen, auch dahingehend, mehr aus der Liebe heraus zu kommunizieren, wenn du das möchtest. Hellblaues Licht, Liebe und Lebensenergie strömen über dein Kehlchakra ein. Mit dem Ausatmen darf sich das Kehlchakra mehr und mehr öffnen. Sehr schön. Dein letztes Mal. Dann gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unserem Stirnchakra, unserem dritten Auge, das sich in der Mitte der Augenbrauen befindet. Du kannst gerne, wenn du möchtest, vor deinem geistigen Auge mit geschlossenen Augen deinen Blick auch in diese Richtung ein wenig lenken, den Kopf vielleicht so ein bisschen nach oben richten und stellen uns dann vor, wie dunkelblaues Licht, Liebe und Lebensenergie in diesen Bereich einströmen und so mit jedem Ausatmen auch das Stirnchakra energetisiert wird. Mach auch das einige Male ganz in deinem eigenen Rhythmus. Und ein letztes Mal. Und dann richten wir die Aufmerksamkeit zum Kronenchakra, das sich in der Mitte der Schädeldecke befindet, nach oben gerichtet ist und stellen uns vor, wie lilafarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie über diesen Bereich ein- und wieder ausströmen. Und wie mit jedem Ausatmen dein Kronenchakra sich mehr und mehr öffnen darf und du so mehr und mehr Kontakt zu deinem Überbewusstsein, zur Quelle allen Seins, zu Gott, zu welchem Namen du auch immer dafür hast, was sich für dich stimmig anfühlt, du so mehr und mehr zu dieser Instanz deine Wahrnehmung kommst und Kontakt aufnehmen kannst. In Kontakt bist du eh, die Frage ist nur, inwieweit du dir dessen bewusst bist. Denn du, wie auch jeder von uns, ist ein Teil des Ganzen, des ganzen Großen,
Sehr schön. Lilafarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen über dein Kronenchakra ein. Und mit jedem Ausatmen öffnet sich dein Kronenchakra mehr und mehr. Und ein letztes Mal. Und dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit jetzt ganz spontan noch einmal zu dem Chakra zu gehen, wo du glaubst, verlass dich ganz auf deinen ersten Impuls, dass jetzt nochmal eine Runde Aufmerksamkeit und Energie braucht. Geh zu diesem Chakra, verlass dich auf deinen ersten Impuls und stell dir vor, wie über dieses Chakra jetzt ganz in deinem eigenen Rhythmus noch Licht, Liebe und Lebensenergie einströmen und das Chakra so energetisiert wird. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Richte dann die Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atemstrom, wie er durch die Nase ein- und ausströmt. Fühl mal in deinen Körper hinein, was das jetzt mit dir gemacht hat. Wie du dich jetzt fühlst, nimm mal dieses Gefühl wahr. Und dann lade ich dich ein, deine linke Hand mal auf dein Herzchakra zu legen. Leg deine linke Hand mal auf dein Herzchakra. Und lass mal die Frage auf dich wirken. Was, wenn alles in meinem Leben möglich ist? Was, wenn alles für mich in meinem Leben möglich ist? Was, wenn ich mein Bewusstsein ganz auf Empfangen einstelle? So wie Mutter Natur, Mutter Erde, die mich nährt und trägt und die auch jederzeit in der Fülle ist und jederzeit am Empfangen ist. Was wäre, wenn ich mein Bewusstsein auch auf Empfangen stelle? Und alles für mich möglich ist. Ab sofort. Was wäre, wenn ab sofort alles für mich möglich ist? Lass diese Frage auf dich wirken, während du deine Hand auf deinem Herzchakra hast. Und sei mal ganz neugierig. Ohne Erwartungshaltung, aber einfach mal ganz neugierig, was da so in dein Bewusstsein kommt. Und verweile in dieser Energie, in dieser Neugierde
Noch eine Weile, so lange, wie es für dich stimmig ist, wie es für dich passt. Und dann schreib es mir gerne im Laufe des Tages mal oder anschließend ins Kommentarfeld rein. Und wir sehen uns morgen früh nochmal. Fühl dich ganz lieb umarmt. Bleib noch in dieser Energie. Bleib noch bei der Frage, was, wenn alles für mich, also für dich heute möglich ist in deinem Leben. Nicht nur heute, sondern auch morgen, Tag für Tag, jeden Tag, in jeder Stunde, in jedem Augenblick. Eine ganz liebe Umarmung zu dir. Bis morgen. Danke für dein Sein.